Good evening. He claims it's his fault that his daughter and her mother are There dead. Aren't any birth records connecting you to a daughter. Driving when their car went off a cliff. Can't get out of bed because of vertigo. I've never seen such an intense case of vertigo before. A pleasure meeting you, Ed. I'm Dr. Lomas. Doctor in what exactly, doctor? I'll give you free rein over my memories, my trauma, my room, my troubles. You got 1 hour. One. Because everyone treats me like I'm crazy. Dr. Lomas, it's Sheriff Reyes. Is Ed under investigation? Is he the suspect of a crime? What do you want to know? What do you want to tell me? Does she exist? Tick tock, doctor. Ich nutze mal diese sanfte, kurze Situation und um euch herzlich willkommen zu heißen zu... Oh, okay, das ist nett. Zu Alfred Hitchcocks Vertigo, dem Spiel. Wie immer zu unseren sonntäglichen Spielen. Wir erwarten nichts und hoffen aufs Beste. Das ist recht simpel. Gut. Ich hoffe mal, es wird gut. So einigermaßen zumindest. Wir wollen es ja jetzt nicht übertreiben. Aber schön. Hotspots. Also wir haben auf jeden Fall schon mal Quick-Time-Events. Also Time gerade nicht, aber Quick. Na, eigentlich auch nicht. Interaktionen. Gut, Hotspots. Ja, drücke X, um mit einem Hotspot zu interagieren. Ja, natürlich. Wir gucken mal. Kann ich mich schon irgendwie umsehen? Nee. Reifenspuren. Ja, geh. Lauf. Ah, Kamera schwenken. Okay. Die Sonne. Die Brücke. Brody Canyon Bridge. Okay. Noch mehr so eine Punkte oder ist es nur der eine? Ist nur der eine, ne? Nee, da unten ist noch einer. Blinkende Lichter. Und die Sonne. Ich guck erstmal hier. Dad? Ach, ich kann nicht auf beides gucken? Oh. Okay, doch, Quicktime. Und ich hab's jetzt schon verkackt.
Drücke sonst. Warte mal, Charakteraktion. Drücke sonst R1. Ja, und L1. Zum Ausführen der Aktion. Ne? Sonst R1. Ja, das ist eine deutliche Warnung. Dad? Ach, muss rechts, links, rechts, links. Ah, okay, 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 okay. Dad? Zu ihm laufen, unbemerkt nähern. Nö, lauf hin, wenn's Dad ist. Oh, sein Auto liegt da schon unten. Nein! Nein! Mein Wagen! Jenny! Das ist schlecht. Das heißt, da war jemand drin? Nicht echt, oder? Ja, das ist ein bisschen tief. Leben, sterben. Nee, leben? Loslassen! Lass mich los! Die sind im Auto! Jenny! Ich habe meine Familie ermordet! Faye! Ich bin wie mein Dad. Lass mich los! Ich bin wie er! Okay. Ein wenig Popcorn. Ein eventuell guter Film. Was will man mehr? Klingt ein bisschen nach Western. Oh. Ich habe eine Nachricht. Ich vermisse dich, Julia. Es wird nicht wieder vorkommen, bitte. Und sie denkt sich, ja, leck mich doch am Arsch. Rein mit dem Popcorn. Lästig. Dr. Lohmann, wir müssen sofort reden. Okay. Das scheint dir zu gefallen. Es geht wohl nicht ums Reden. Versucht, sich umzubringen, und er ist jetzt schon seit einer Woche im Krankenhaus. Wegen Höhenangst, glaube ich. Ach, und er war dehydriert. Vermutlich wegen Alkohol. Robert? Kannst du vielleicht... Ich würde alles übernehmen. Fahrtkosten, Hotel, Spesen, einfach alles. Robert? Was immer du brauchst. Ich glaube, ich erinnere mich an Ed Miller. Der Schriftsteller? Mit dem alles anfing. Vertigo. Bei Alfred Hitchcock.
Claire Miller? Ich bin Dr. Lomas. Robert Carrigan fragte... Doktor, Sie haben keine Ahnung, wie dankbar ich Ihnen bin, dass Sie Ed nach Hause bringen. Nicht zu danken. Es ist ein weiter Weg von L.A. Wann kommen Sie her? Wenn alles gut geht, dann morgen früh. Ich will sofort mit Ed loslegen. Ich werde Sie erwarten. Mist, man muss übel schnell antworten. Das stört mich jetzt schon. Ich hatte nicht mal die Möglichkeit... Schön, Sie kennenzulernen, Ed. Ich bin Dr. Lomas. Doktor in was genau? Doktor. Hand zurückziehen, Hand ausstrecken. Jo. Na komm schon. Bisschen Freundlichkeit. Bachelor in Psychologie von der UC Berkeley. Master in systemischer und Familienpsychotherapie an der University of Michigan. Robert? Und warum? Promoviert in klinischer Psychologie in Stanford. Okay. Ich gewähre Ihnen Zugriff auf meine Erinnerungen, mein Trauma, mein Zimmer, meine Probleme. Sie haben eine Stunde. Eine. Das wäre dann aber ein kurzes Spiel. Ah. Erinnern. Empathie für Ed zeigen. Ja, das mit den Hotspots ist mir mittlerweile bekannt. Oh, ich kann mich sogar umsehen. Ah. Hausschuhe. Empathie für Ed befragen. Wann hat er die zuletzt getragen? Hätte ich diese Art von Höhenangst und könnte nur zu Fuß gehen, wäre mir auch der kalte Fußboden lieber. Okay, das hat mit Empathie nichts zu tun. Es gibt bestimmt auch Sachen, die ich verpassen kann. 100%. Urinflasche. Der steht nicht mal zum Pinkeln auf? Ist das echt? Empathie für Ed zeigen. Wenig kann einem so sehr die Selbstachtung rauben wie mangelnde Kontrolle über die Verdauung. Kein Wunder, dass es Ed so geht. Okay, also das Empathie-Ding ist immer, dass sie sich einfach Gedanken drüber macht. Okay. Ed befragen, erinnern. Aha. Er ist aufgeschmissen. Er weiß, dass er sich niemals von allein wieder erholt. Doch das ändert nichts daran, dass er sich von mir bedroht fühlt. Oder ist das nur seine Art, um Hilfe zu bitten? Alles möglich. Nachttisch. Keine Bücher, keine Fernbedienung, kein Tablet, kein Handy. Wie verbringt er seine Zeit? Ich würde sagen, er hockt so ein bisschen auf dem Bett. Ist aber nur so eine Vermutung. Okay, sonst haben wir hier nicht viel. Ich gehe mal auf Erinnern, was das macht. Entschuldigung, Dr. Leonard, aber die Schwindelgefühle, die Übelkeit und die Angstzustände des Patienten. Was genau ist die Ursache? Quasi alles. Schon ein paar Schritte reichen. Die Uhr läuft, Doktor. Mach keinen Stress. Der Patient hat keinerlei sichtbare Verletzungen am Innenohr. Damit sind physische Ursachen auszuschließen. Es könnte ein Fall von Akrophobie mit neurologischen Ursachen sein, ausgelöst durch die jüngste traumatische Episode, wie Sie schon sagten. Was ist mit seiner Tochter und dieser Frau? Wissen wir da irgendwas? Offiziell hat Mr. Miller keine Kinder. Und wegen dieser Frau, diese Faye... Nein, nichts. Was allerdings Ihren Wunsch angeht, ihn außerhalb des Krankenhauses zu behandeln... Er ist mein Patient, Doktor. Okay. Ja, dann reden wir mal über seine Hausschuhe. Möchten Sie sich ein wenig die Beine vertreten? Die sind ein wenig weit zum Bett weg.
Schöne Hausschuhe. Die sind ein wenig weit vom Bett weg. Da hat sie eigentlich gar nicht so unrecht. Diese Hausschuhe, die sind ein wenig weit weg vom Bett, oder? Sehr subtil, Doktor. Warum unterhalten wir uns nicht über ihr Knie? Können wir? Wie sieht's mit deiner Pinkelei aus? Was das angeht... Direkt zu meinem Problem, was? Bei den ganzen Abschlüssen hätte ich schon etwas mehr Psychologie erwartet. Mir wischt keiner den Arsch ab, falls Sie das meinen. Mir ist übel immer noch lieber als kotzübel. Ich bin doch nur eine Grundlage, also entspann dich mal ein bisschen. Okay, wir haben uns alles angeguckt. Ed? Sollen wir anfangen? Tick, tack, Doktor. Warum will Robert Kerrigan, dass ich mich mit Ihnen treffe? Okay, Sie werfen sich selbst den Tod zweier Menschen vor. Wie geht es Ihnen jetzt gerade? Die Hintergründe wegen Robert Kerrigan würden mich auch interessieren. Warum hat Robert Kerrigan mich wohl gebeten, Sie zu sehen? Weil er steinreich ist, Schuldgefühle hat oder Langeweile. Ich dachte, Sie wären Freunde. Was macht das für einen Unterschied? Sie werfen sich selbst den Tod zweier Menschen. Ja, achso. Er ist auch ziemlich direkt und er will es dann wahrscheinlich auch ziemlich direkt. Ja. Sie sagen, es sei Ihr Fehler, dass Ihre Tochter und deren Mutter gestorben sind. Und Sie wollen mir nicht glauben. Natürlich. Es gibt keine Belege dafür, dass Sie eine Tochter haben. Ich hatte die Vaterschaft noch nicht anerkannt. Es ist alles so schnell passiert. Okay, und wie geht's Ihnen so jetzt im Moment? Wie geht es Ihnen jetzt gerade? Ziemlich beschissen. Als würde irgendein Arsch ankommen und einem Salz in die Wunde streuen. Klar? Wenn Sie mir nur eine Stunde geben, nutzen wir sie doch sinnvoll, hm? Beschissen? Warum? Warum? Weil ich meine Tochter verloren habe, weil ich zwei Menschen umgebracht habe, weil mich alle wie einen Verrückten behandeln, weil ich in eine Flasche aus einem Dalí-Gemälde schiffe, weil alles völlig surreal ist, weil wegen Ihnen. Reicht Ihnen beschissen oder soll ich noch weitermachen? Das ist eigentlich ganz nett. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Ja, die Standardfloske, nur weiter. Ja, Sarkasmus ist keine Hilfe. Das wird schon wieder. Nö, einfach weiter, lass raus. Nur weiter. Okay, ich mache weiter. Beschissen, 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 beschissen und beschissen. Klar soweit. Überzeugen Sie mich davon, dass diese Fae existiert. Was wollen Sie wissen? Was wollen Sie erzählen? Das ist jetzt etwa ein Jahr her. Ich hatte mich gerade zum Arbeiten hingesetzt. Ich hatte seit Jahren eine Schreibblockade. Da dachte ich an was, das ich mal in einem Interview gesagt hatte. Und wie wir alle unsere Kreativität neu entdecken können, erzählt uns heute Ed Miller, Autor von Gesicht zum Boden, unserer Buchempfehlung des Monats. Ed, darf ich Sie Ed nennen? Willkommen und Glückwunsch. Danke. Wobei ich mir nicht sicher war, ob Sie sich bestechen lassen. Nicht übel, der Kaviar, was? Nur zur Klärung, Sie scherzen. Vergessen Sie nicht, wir sind hier live im Radio. Umso besser. Hört doch eh keiner zu. Okay. Ed, hatten Sie jemals diese Angst vor einem weißen Blatt Papier? Ständig. Und wie gehen Sie damit um? Ich mache da so eine Art Aufwärmübung. Wenn das Hirn nicht anspringen will, muss das unser Körper erledigen. Also lasse ich meine Augen nach einem Ausgangspunkt suchen. Oh, okay.
Ein Baum. Wäre ein Ausgangspunkt. Haben wir noch andere? Vögel. Wir nehmen die Vögel. Als Ausgangspunkt wählen. Ja. Haben meine Augen das Wort gefunden, sind meine Finger an der Reihe. Nach diesem Wort lasse ich Sie schreiben, was Sie wollen. Der Trick ist, dabei nicht nachzudenken. Sie sollen frei sein. Ekel, Furcht, Traurigkeit. Na, Ekel nicht wirklich, Furcht auch nicht wirklich. Außer wir sind im Film die Vögel. Wir nehmen Traurigkeit. Und eines schönen Tages hast du einfach so aufgehört, für mich zu singen. Verlassenheit, Depression, hoffnungslos. Hast aufgehört zu singen. Wir nehmen verlassen. Was habe ich dir nur getan, dass du mir das Einzige nimmst, das mich überhaupt glücklich gemacht hat? Fragte ich. Ausgegrenzt, ignoriert. Selbst heute, als ich deinen kleinen, leblosen Körper aus dem Käfig nehme, bleibst du mir eine Antwort schuldig. Klingt doch ganz gut. Wenn das so durchgestrichen wird, hab ich es dann geschissen gekriegt oder eher nicht? Die wird keine Ruhe geben. Gib ihr einfach was zu essen. Echt jetzt? Ah, jetzt kann ich mich selbst bewegen. Das ist nett. Das finde ich gut. Laptop. Nicht übel, aber auch nicht wirklich gut. Immerhin etwas. Vielleicht ein Anfang. Ja, hoffen wir es. Okay, so rum kann ich gar nicht. Okay, was haben wir denn hier? Kann ich Dracula? Was habe ich denn hier für Möglichkeiten? Petronius füttern. Petronius? Okay, Schreibblockade überwinden. Mit R1 kann ich also, okay. Da kann ich nichts. Hier kann ich nichts. Hier kann ich auch nichts. Es gibt keinen Zoom-Modus. Das ist, schrecklich. Okay, Nachbarhäuschen. Gucken wir auf die Bilderchens. Die teilweise leicht verstörend, aber auch irgendwie cool sind. Ja, die Vögel sitzen da immer noch. Oh ja. Die waren. Gibt es Hörgebote? Denken Sie an die Erstbesitzer. Zweifellos hat er gute Dienste geleistet angesichts seiner Geschichte. 35.000 von dem Herrn mit Bart. Höre ich 40? 40? 35.000 zum Ersten? 35.000 zum Zweiten? Verkauft! Oh, okay. Ich komm ja. Ah, kein Stress. Was ist das? Kabellose Ladestation. Und? Handy voll? Hi! Rate mal, wer hier ist. Ich wette, du weißt nicht, woher ich deine Nummer habe. Ist es so? Ich würde dich gerne wiedersehen. Oh, hab wohl einen Ohrring verloren. Falls du...
Ich würde vermuten, er hat kein Interesse. Das war nur so eine plumpe Vermutung. Hier geht's eigentlich rein. Ich kann aber nicht rein. Okay. Was haben wir hier Schönes? Bücherregal. Mit den verschiedensten Essay. Okay, einfach nur Essays. Leviathan. Die Iliad. Little Woman. Aha. Okay, okay, okay. Face Ground. Basic Fishing. Wow. Schön. Was hat dich jetzt daran verwirrt? Wo waren gerade dieses da oben? Go. Mir fehlt tatsächlich eine Option, um hier... Ja, ja, Moment. Ich kann nicht laufen, während er spricht. Das finde ich bedenklich. Miau. Gönn dir. Ich komm ja schon, Samuel. Bitte, mach die Tür auf. Napfeln. Katze muss glücklich sein. Katze happy. Hi. Hi? Oh. Tut echt weh. Schlecht. Haben wir uns schon mal gesehen? Das tut ja schon vom Sehen weh, ja. Da müssen wir wohl amputieren. Ja komm, wir machen's witzig. Ich glaube, ich habe hier noch irgendwo eine Säge. Falls du eine brauchst. Echt jetzt? Nein, kleiner Scherz. Genau. Kannst du mir helfen? Mein Akku ist leer und hier sind sonst keine Häuser. Ich bin ja kein Arzt, aber das sieht übel aus. Bringen wir dich ins Krankenhaus. Ich rufe einen Krankenwagen. Ich habe eigentlich gerade was zu tun, aber ich rufe dir einen Krankenwagen. Nein, lass mal. Hab gerade keinen Job. Ich bin nicht versichert. Ich muss mich hinlegen. Bitte. Boah, ich zahle für das Krankenhaus. Wir können uns das hier ansehen. Ja, na komm rein. Okay, dann komm mal rein. Schauen wir uns die Sache mal an. Wenn du verblutest, musst du das aber aufwischen. Good evening.